Hallo zusammen, ich bin Rolf von Siga und ich zeige dir heute, wie du beim Unterdach den Traufanschluss erstellst. Bleib dran! Was ist wichtig beim Traufanschluss? Der Traufanschluss muss wasserdicht ausgeführt werden, dauerhaft UV-beständig sein, robust und langlebig. Rissan 420 Black ist unsere neue Lösung für den sicheren und dauerhaft UV-beständigen Traufanschluss. Im ersten Schritt entfetten wir das Traufblech und befreien es von Verschmutzungen. Als nächstes montieren wir Twinet 40, womit wir dann den wasserdichten Anschluss erstellen. Wichtig, Twinet 40 wird bündig mit der oberen Blechkante verklebt. Wichtig ist, dass du Twinet 40 gut anreibst. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des Siegarakels. Um den Trennstreifen einfach abzulösen, nimmst du den Cutter, stichst in den Trennstreifen ein und ziehst den Trennstreifen ab. Nun verkleben wir die Unterdachbahn Micro 350 mit Twinet 40, um den wasserdichten Anschluss zu erstellen. Mit dieser Latte ziehen wir jetzt die Dachbahn nach unten und kleben es im Twinet fest. Schau darauf, dass Micro 350 möglichst faltenfrei angeklebt wird. Wichtig ist auch hier wieder das gute Anreiben. Die Unterdachbahn wird jetzt bündig mit der Unterkante von Twinet abgeschnitten. Achte darauf, dass du stehendes Wasser auf der Unterdachbahn vorgängig abwischst. Und jetzt kommt Rissan 420 Black zum Einsatz. Wie du siehst, die Rolle ist falsch rum gewickelt. Das haben wir gemacht, um dir das Abrollen auf dem Dach zu vereinfachen. Ebenso ist der Trennstreifen zweimal geschlitzt, auf beiden Seiten bei 6 cm. Das ermöglicht dir ein Arbeiten, egal ob von links nach rechts oder von rechts nach links. Nun entfernst du den ersten 6 cm Trennstreifen. Löse ihn einfach an. Am einfachsten geht das, wenn du es direkt bei der Schlitzung beginnst. Mit diesen 6 cm gehst du jetzt von der Unterdachbahn nach unten und beginnst mit der Verklebung. Auch hier empfiehlt sich wieder der Einsatz vom Rakel, um Rissan sauber anzureiben. Als nächstes ziehe ich über die ganze Dachlänge den Trennstreifen ab und verklebe Rissan im ersten unteren Bereich mit dem Traufblech. Als nächstes entfernst du den großen Trennstreifen. Dafür ziehst du ihn ungefähr im 90-Grad-Winkel zum Klebeband heraus und kannst so gleichmäßig hinterher anreiben. Dies ermöglicht dir ein sauberes und faltenfreies Verkleben von Rissan 420 Black. Zu guter Letzt entfernst du den letzten Trennstreifen. Auch hier nochmal sauber anreiben und voilà, dein Traufanschluss ist sauber und sicher erstellt. So sieht's aus. Nun haben wir die Unterdachbahn an die Traufe angeschlossen. Hast du noch Fragen zum Traufanschluss? Dann schreibe es uns unten in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lasse ein Like da und abonniere den Kanal, um zukünftig kein How-To-Video mehr zu verpassen.